Hallo und herzlich willkommen aus dem wunderschönen Alanya. Da kommt gerade mein Tee, mein Chai, der Schokolade. Und ich habe ein externes Mikro dran, aber ich habe vergessen, meinen Ständer fürs Handy mitzunehmen. Deswegen ist es etwas schwierig zu halten, weil dieses Mikro da jetzt dran steckt. Ja. Und ich wollte heute mal drüber sprechen, zum einen über das Wetter hier. Also wir haben ja jetzt Anfang September und es wird so schön gerade hier. Also das ist eigentlich die schönste Zeit. September, Oktober kann man schon sagen. Das Frühjahr war ja immer noch sehr verregnet und so. Und jetzt guckt man hier raus und ich schätze mal, es ist so ja, in den oberen 20 Grad hier im Schatten, so 28, 29 Grad. Es geht so ein laues Lüftchen, ein Kindstreit. Und es ist super angenehm. Also man kann immer noch gut in den Pool gehen, man kann super in der Sonne sitzen, man kann aber auch sehr gut irgendwo einkaufen gehen, spazieren gehen. Und das macht wahnsinnigen Spaß und es ist sehr gut erträglich. Ja? Wenn es dann für viele Leute ist, ist es ja dann wirklich ein bisschen schwierig, wenn es 35 Grad oder sowas sind, dann sich wohlzufühlen. Ja? Und da ist ein kleiner Junge, der hat ein Eis in der Hand. Ja, warum weint er denn? Und er ist laut, aber er hat auch ein Eis. Ja. Naja gut, vielleicht ist es nicht das Eis, was er wollte. Ja, ja und wenn ihr euch Alanya mal zur besten Zeit angucken wollt, das ist im September, Oktober, dann macht das doch ruhig mal, das ist absolut toll. Und ich bin jetzt hier natürlich so in einer eher so nicht so schönen Straße bisher, obwohl die auch in Ordnung ist, wie man hier sieht, also keine Schlaglöcher und so, alles in Ordnung. Und aber nicht so schön bepflanzt hier in der Barbarossstraße, wird auch gerade viel gebaut, hier den Berg hoch. Und das kann man auch nochmal sagen, es werden gerade so viele Wohnungen hier fertiggestellt oder sind im Bau. Ich nehme an, die meisten Sachen werden erst 2024 dann fertig. Da muss sich halt irgendwas ändern, dann auch mit der IKAMET-Situation. Ja, sonst gibt es hier eine riesen Pleitewelle. Weil die Bauträger da nicht ihre Wohnungen verkauft bekommen. Weil klar, man verkauft sich mal eine Ferienwohnung, kann man schon mal kaufen für bis zu, sagen wir mal, 150.000 Euro. Oder ist ein Deutscher oder ein Niederländer oder Norweger bereit, so sagt, ja, als Investment und ich kann immer da Urlaub machen und vielleicht kann ich ja doch irgendwann mal darin wohnen. Oder man pendelt halt immer mal 3 Monate hier, 3 Monate in Deutschland oder hat noch ein weiteres Land, ja. Aber wenn es dann so gegen 200.000, 300.000 geht, da wollen die Leute dann doch schon sehr gerne hier eine Aufenthaltsgenehmigung haben. Gerade wenn dann halt Kinderzimmer noch mit drin sind und sowas. Da möchten die Leute natürlich schon ganz gerne dann hier länger bleiben. Hier gibt es ja auch ganz viele Privatschulen, wo Kinder auch zur Schule gehen können. Und ja, das macht natürlich nur Sinn, wenn man eine Aufenthaltsgenehmigung hat. Und hier in dem Stadtteil ist ja noch Sperrgebiet. Und da ist halt die Frage, was da jetzt passiert. Ne? Ja, müssen wir mal abwarten. Ne? Weiß man jetzt nicht. Ja? Was ich jetzt gelesen hatte noch mal gestern, als ich nach Nachrichten gesucht hatte, wir hatten nämlich einen ganz schlimmen Unfall hier unten an der D400. Dann noch mal ein ganz wichtiger Hinweis, also eine große Warnung an euch, wenn ihr hier Ausflüge macht, ja, versucht euch bitte immer anzuschnallen und wenn ihr irgendwo mitfahrt, guckt mal, dass ihr irgendwo vielleicht in einem Jeep sitzt oder in einem Auto sitzt, was wirklich geschlossen ist. Gestern gab's, war ich mit meinem Schwager hier, der hatte sich eine SIM-Karte hier gemacht am Sonntag und ich wollte tanken fahren und wollte dann auf die Petrol Ofisi drauf, das ist eine Tankstelle hier, und dann kamen mir ganz viele Autos entgegen, da musste ich einmal drumherum fahren und dann habe ich gesehen, die D400 hier, die Hauptstraße hier unten am Strand ist gesperrt und dachte schon so, oh, Vollsperrung, da ist bestimmt was Schlimmes passiert. Hab dann getankt, hab ihn dann wieder aufgesammelt, meinen Schwager, und hab dann abends nachgelesen in so einer türkischen Online-Zeitung über Alanya, dass da tatsächlich ein so Jeeps, die offen sind und wo so 6, 7, 8 Leute reingehen für so Jeep-Touren, der ist gerammt worden von einem anderen PKW und ist umgefallen und 2 Leute waren gleich tot, 17, da sind noch andere Leute reingefahren, 17 Leute verletzt, also ganz schlimmer Unfall. Und wäre das ein richtiges Auto gewesen und die Leute wären angeschnallt gewesen, dann wäre wahrscheinlich nicht so schlimm, was passiert. Ja? Ich kann auch nur jeden empfehlen, der hier einen Roller hat oder einen Quad wie wir, immer mit Helm fahren, immer mit Helm fahren. Es kann immer was passieren hier. Es ist nicht so ein sicherer Verkehr wie in Deutschland und passt da bitte auf. Ja? Und ja, auf was wollte ich jetzt eigentlich hinaus?
Naja, es muss sich was ändern. Genau, da habe ich in der Zeitung habe ich das gelesen, dass Antalya, also die Stadt Antalya, bangt darum, dass hier wirklich die Provinzen aufgeteilt werden. Dass hier Alanya zum Beispiel eine Provinz wird, dann geht Antalya sehr, sehr viel Steuergeld flöten, weil hier wird sehr, sehr viel Steuern eingenommen, weil hier natürlich mega der Tourismus ist. Die ganze Gewerbesteuer von den Hotels, von den Gewerbetreibenden und vielleicht auch von den Bauträgern und sowas, ja. Das geht ja jetzt alles nach Antalya und dann wird es verteilt nach Alanya, Manavgat und so weiter und so fort. Und wenn Alanya hier zum Beispiel eine eigene Provinz werden würde, würde es wegfallen. Und da hat Antalya jetzt große Angst, dass die ganzen Gelder weggehen. Ja? Aber ich finde es eigentlich nur gerecht, dass wenn das hier so geballt in dem Gebiet ist und es wird hier so groß, dass das hier im Ort bleibt. Das ist ja ungerecht, dass das hier 2 Stunden weiter irgendwo an eine Verwaltung geht und dann mal wieder betteln muss, dass man Geld zurückkriegt. Also das fände ich jetzt gut. Und dann würde sich auch was daran ändern, wenn man hier sagt, die Häuser hier hinten, da können Leute halt rein, die halt dann auch länger da wohnen bleiben. Ja, ja, ich weiß es aber nicht. Ne? Wir werden es sehen. Die Türkei ist auch nicht berechenbar. Also man weiß nie, was passiert. Und es passiert oft von einem Tag zum anderen. Ich sage euch mal ein Beispiel. Wenn es dann irgendwie so bewegliche Feiertage oder sowas gibt, da ist es dann tatsächlich so, dass man als Eltern meistens erst einen Tag vorher Bescheid kriegt und dann so, ja, morgen ist doch Feiertag. Und in Deutschland wäre das halt schon ein Jahr vorher klar. Aber hier ist das dann oft so, ja, der könnte halt frei sein, wissen wir noch nicht, das wird noch entschieden. Und einen Tag vorher, dann heißt es dann plötzlich so, ja, ist frei. Naja, so ist das, man muss hier flexibel bleiben und locker. Man sollte auch nicht zu viel in die Zukunft planen. Lieber von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, aber nicht von Jahr zu Jahr. Einfach cool bleiben. Ne? Gut, also liebe Grüße aus dem schönen Alanya. Kleines Update vom Friseur. Und das ist so eine Reinigungsmaske. Die habe ich drauf. Die wird nachher abgezogen, dann sind die Poren wieder frei.